Unter Anwendungen Buchhaltung finden Sie drei tolle Kategorien, die etwas trocken sind. Und zwar geht es hier ein bisschen um Steuerrecht, ein bisschen um BWL, also so Dinge, die man ganz gern macht. Aber da kämpfen wir uns jetzt durch. Konten, wir fangen jetzt mal hierarchisch an. Was sind Konten, für was brauchen wir es? Relativ leicht zu erklären und das schauen wir uns jetzt auch sofort an in der Praxis. Bavi Profi 3 hat ja die Konten oder die Buchungs- und Kontenverwaltung. Ich mache das mal nur ein bisschen größer. So. Dabei, die es einfach Ihnen ermöglicht zu sehen, was haben Sie auf welchem Konto getätigt, wie hat sich was, was wurde auf welchem Konto bezahlt und natürlich müssen Sie auch für Ihr integriertes Kassenbuch, das Sie innerhalb von Sekunden im Übrigen ein Kassenbuch erstellen können, wenn Sie Ihre Informationen natürlich eintragen, natürlich auch ein Kassenkonto haben. Wenn Sie die Software neu erwerben oder wenn Sie einen Erststart durchführen, wird automatisch ja schon ein Girokonto bzw. ein Kassenkonto angelegt. Wenn Sie aber jetzt sagen, ja, okay, es kann sein, dass ich jetzt auch mal Privateinlagen mache, das heißt, Sie nehmen Geld von Ihrem Privatkonto, legen es in die Kasse hinein oder verbuchen es letztendlich auf das Girokonto, weil Sie einfach sagen, es kommt eine größere Warenlieferung, die Sie jetzt in irgendeiner Form bezahlen müssen, dann können Sie das natürlich tun. So, und Bavi Profi 3 hat immer einen Auftraggeber und einen Empfänger. Das heißt, die Buchungen erfolgen immer in Form einer Gegenbuchung. Das heißt, einer gibt den Auftrag, der andere nimmt es an. Und somit habe ich zwei Buchungen für einen Vorgang. Das ist genauso, wenn wir jetzt miteinander telefonieren würden. Ich rufe Sie an, Sie heben ab. Und genauso ist das gleiche Prinzip. Ich denke mal, so kann man es bildlich schön erklären. Wir legen einfach ein neues Konto an und wir nehmen das einfach mal Testkonto. Dieses Testkonto soll in unserem Beispiel ein Girokonto sein. Das, was Sie brauchen, ist entweder die Kontoart Girokonto. Kasse wird über das System selber über eine eventuelle Lizenzerweiterung, das heißt, wenn Sie sagen, ich habe jetzt einen zusätzlichen Netzwerk-Client, dann macht das Bavi Profi 3 für Sie automatisch. Also lassen Sie hier die Finger von Kassenkonten, das macht das Bavi für Sie selber. Das Einzige, was Sie hier brauchen, ist Girokonten, Vermögensforderungs- und Verbindlichkeitskonten ist ein anderes Modul, das aber nicht Bestandteil dieses Videos ist. Okay, nun, der Inhaber bin natürlich ich, also da geben Sie Ihren Namen ein. Und wenn Sie eine Dativnummer von Ihrem Steuerberater für dieses Konto haben, dann könnten Sie die hier eintragen. 88956. Ist doch wurscht. So, Kontonummer, Bankleitzahl kennen wir alle. Oder alternativ auch IBAN und BIC eingeben. Ich persönlich bin noch a little bit old school, nennt man sowas so schön. Und Kontonummer, sagen wir mal, 7 mal die 0. Und die Bankleitzahl machen wir so. So, und nun können Sie Folgendes machen. Sie können hier einfach draufklicken. Bavi Profi 3 schaut nach der eingegebenen Bankleitzahl, bietet Ihnen die angeschlossenen Banken an. Und dann könnten Sie einfach auf Übernehmen klicken. Nun wird automatisch die Bank eingesetzt und die BIC auch eingesetzt. Sie brauchen nur noch auf das Fragezeichen klicken und dann schauen, ob die IBAN richtig ist. Und dann können Sie einfach mit Ja bestätigen. In der Regel stimmt's, aber bitte immer kontrollieren. Hier geben Sie eine Beschreibung für das Konto ein, wenn Sie wollen. Und danach können Sie es abspeichern. Nach dem Anlegen eines Kontos muss natürlich Bavi wissen, wie hat es denn überhaupt ausgeschaut? Jetzt könnten Sie sagen, da habe ich jetzt, sag jetzt mal, 1000 Euro drauf gehabt. Und zwar zum Tag, was weiß ich, zum 20.02. Und jetzt können wir es übernehmen und jetzt haben wir ein Konto angelegt, auf dem wir Buchungen durchführen können. Hier könnten wir nun sagen, pass mal auf, ich mache eine Privateinlage als Beispiel. Und da habe ich jetzt die Kasse, unseren Empfänger und unser Testkonto, das wir gerade angelegt haben. Das heißt, da könnten Sie sagen, ich mache jetzt eine Einlage in die Kasse mit einem Betrag XY. Da sage ich, ich nehme jetzt 10 Euro und speichere das da ab. So, nun haben wir einen Abgang von 10 Euro von unserem Testkonto und einen Zugang in unserer Kasse, das wir nun unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen auch einsehen können. Hier ist unsere Kasse, hier haben wir 10 Euro und hier haben wir unser Testkonto, da haben wir 10 Euro Abgang. Natürlich spiegelt sich das Ganze auch im Kassenbuch wieder. Ich schweife aus, aber egal. Hier, dann sehen wir, dass im Kassenbuch wir nun in der Kasse 1 eine Privateinlage haben in Höhe von 10 Euro. Also das ist eine tolle Geschichte und vor allem, es hilft Ihnen ganz, ganz extrem, gerade wie in diesem genannten Beispiel, zum Beispiel eine Privateinlage zu tätigen,
Aber dieses Verbuchen von irgendwelchen Informationen müssen immer einen Absender und einen Empfänger haben. Also einen, der anruft und einen, der den Anruf entgegennimmt. Das haben wir jetzt halt mit diesem kurzen Video eigentlich relativ anschaulich erklärt. Haben wir natürlich nicht ausreichend erklärt. Sie kennen mich, wenn ich das Wort sage. Dann fällt mir meistens noch was ein. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar, wir machen jetzt eine Ausgabe. Ich sage jetzt mal, ich will, keine Ahnung, ich will jetzt einen Tankbeleg schnell haben. Ist doch egal. Tanken. Und zwar in Höhe von 50 Euro. Und da sage ich jetzt einfach mal tanken. Ich speichere das. Das kommentiere ich jetzt nicht. Und ich sage, ich will das natürlich bezahlen. Und zwar von meinem Testkonto. Und das war, gibt es hier eine Kategorie tanken? Nee, da nehme ich einfach sonstige Ausgaben. Ist doch egal, jetzt schnell. Und es wurde natürlich heute bezahlt. Speichern, ja. Das Schöne ist das, also wir haben jetzt eine Ausgabe getätigt und wir haben diese Ausgabe bezahlt. An der Stelle gibt es auch ein tolles Video zu den Ausgaben. Schauen Sie sich ruhig an, weil Sie können über das Erfassen von Ausgaben ganz, ganz leicht einen Überblick erhalten, was haben Sie ausgegeben, was müssen Sie noch ausgeben, das heißt, welche Verbindlichkeiten sind noch offen. Und das Schöne ist das, Sie können das über die Kategorien danach auswerten. Das heißt, Sie wissen, was haben Sie an Tanken, an Strom, an Miete oder an Wareneinkauf ausgegeben und so weiter und so fort. Und das Schöne ist das, Sie könnten jetzt zum Beispiel auf ein Konto klicken, ne? Ein Konto Ihrer Wahl und könnten sagen, okay, zeig mir mal die Auswertung und mach mal eine Auswertung. Bei den Auswertungen haben Sie nun die ganzen verschiedenen Kategorien, das auch ein separates Video im Übrigen ist, das Sie angelegt haben mit den dem dazugehörigen Informationen. So, jetzt kann es natürlich sein, dass Sie hier sehr mühsam Ihren DATEV-Kontenrahmen einpflegen, was ja sehr lobenswert ist und was Sie auch tun sollten mit Absprache Ihres Steuerberaters. Und dann könnten Sie sehen, aha, was habe ich in bar eingenommen, auf diesem Konto wohlgemerkt. Ne? Oder sagen Sie, ja, zeig mir mal das einfach, das ist mir jetzt viel zu viel, was da alles steht und ich finde das jetzt nicht, was ich sehen will. Dann können Sie einfach sagen, zeig mir mal die Konten, wo Buchungen drauf sind. Und dann sehen wir nun, dass wir hier bezahlte Ausgaben haben in Höhe von 50 Euro mit einer Steuer von 7,98 und zwar auf einem Konto. Und zwar auf dem Konto, das wir gerade ausgewählt haben. Das heißt, das war unser Testkonto. Sie können sich natürlich auf der linken Seite hier über die Zeitfilter sagen, welches Jahr Sie sehen wollen und Sie können sagen, welches Monat Sie sehen wollen oder bis zu welchem Datum. Oder alternativ können Sie hier eine Datumsbegrenzung von der Hand eingeben. Auch können Sie natürlich an dieser Stelle sagen, ich will nur sehen, alles was mit Tanken zu tun hat. So. Und so können Sie Ihre Filter setzen, das heißt nach bestimmten Dingen ganz, ganz konkret suchen. Setzt natürlich auch voraus, dass Sie das, was Sie suchen, richtig schreiben. Denn wenn wir anstatt tanken Franken schreiben, dann findet ihr natürlich nichts, weil er sagt, was bist jetzt du von mir? Franken finde ich nicht. Also schon klar, ne, was ich hier meine. Okay, dann haben Sie des Weiteren hier einen Button Ausgaben oder Sie können draufklicken, dann zeigt er Ihnen die Einnahmen an. So können Sie bestimmen, was Sie sehen wollen. Das heißt, das, was hier angeklickt ist, ist das, was Sie als nächstes sehen könnten. Das heißt, Einnahmen, es steht zwar Einnahmen da, aber es werden Ausgaben angezeigt. Sie müssen an dieser Stelle einfach kurz umdenken, weil Sie sagen, okay, das will ich ja sehen. Das nächste, was ich sehen will, sind Einnahmen. Wenn ich da draufklicke, habe ich keine Einnahmen in dieser Kategorie, also sprich auf diesem Konto. Und wenn ich jetzt erneut draufklicke, das heißt, ich aktiviere Ausgaben, dann sehe ich die Ausgaben für dieses Konto. Sie können an dieser Stelle natürlich auch sagen, nee, ich will das jetzt aber anders angezeigt bekommen. Sie können sich hier die Kategorien, die Sie bis jetzt angelegt haben, auch anzeigen lassen. Da Sie sagen, nee, ich will jetzt mal nur die bezahlten Frachtkosten sehen. Dann könnten Sie sagen, ich will alles aufheben und dann hier, was haben wir es gehabt, hier, na, dass ich die Frachtkosten einfach sehen will. Auch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie natürlich die Fenster größer machen können, so damit Sie manche Dinge leichter sehen. Okay, und dann klicken Sie einfach auf Übernehmen und das war's. Nun haben wir gesagt, wir wollen Frachtkosten sehen. Und da wir keine Frachtkosten auf diesem Ausgabenkonto haben, ja, somit zeigt er natürlich auch nichts an. Das heißt, ich gehe hier wieder rein und sage Auswahl aufheben oder sage alles auswählen, weil ich alles sehen will. Und schon habe ich es wieder. Des Weiteren können Sie hier natürlich auch drucken. Und dann können Sie sagen, ich will die Buchungen drucken oder ich will eine komplette Übersicht drucken. Das heißt,
hier eine bestimmte Kategorie, die Sie gerade ausgewählt haben, oder Sie wollen alle Kategorien sehen, im Hochformat oder im Querformat. Sie wollen das monatlich sehen, das heißt, dass der Ausdruck monatlich gruppiert wird, oder dass Sie sagen, nö, ist mir doch egal, alles untereinander. Und dann können Sie einfach auf Drucken klicken. Ich mache das jetzt mal größer. Ups, ich hoffe, Sie sehen es. Und so sieht dann dieses Kontenblatt aus oder dieses Buchungsblatt, wo die dementsprechenden Datum mit Belegnummer, mit Verwendungszweck, vom Auftrag, also vom Konto mit soll oder haben dann drinstehen und mit dem dementsprechenden Mitlaufsaldo oder Mitlaufbetrag. Ja, was haben wir noch? Das Drucken, total easy eigentlich. Vielleicht sollten wir das kurz ansprechen, was Übersichtdrucken bedeutet. In der Übersichtdrucken werden alle von Ihnen angelegten Kategorien, und Sie merken, wenn ich auf Übersichtdrucken klicke, ist hier alles deaktiviert. Das heißt, er sagt, ich drucke in der Übersicht, wie es der Name sagt, schon aus. Und nun sehen wir alle Kategorien, die wir haben, mit einer eventuell hinterlegten DATEV-Nummer und mit den dementsprechenden Beträgen. Und hier haben wir zum Beispiel auf der zweiten Seite unsere 50 Euro, die wir da verbucht haben. Hier sonst bezahlte sonstige Ausgaben 50 Euro mit einem Mehrwertsteuersatz von 19, mit einem Mehrwertsteuerbetrag von 7,98. Also ist sehr schön zum Auswerten. Ja, das waren die Konten und ich hoffe, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.